So, hallo meine lieben Jungfraugeborenen, ich begrüße euch recht herzlich zu eurer Monatsenergie für den Monat Mai 2022. Ich habe die Karten wie immer schon gemischt und ausgelegt und würde auch gleich mit der Deutung beginnen. Ihr bedenkt bitte, dass es allgemeine Energien sind, das heißt, sie müssen aber nicht auf euch zutreffen. Und in den allgemeinen Legungen nehme ich immer die weibliche Hauptperson als Hauptperson. Da ist es egal, ob ihr männlich oder weiblich seid. Ne? Ihr münzt es einfach für euch um. So, ich würde auch gleich mal beginnen, was sich denn hier so zeigt. Und wir beginnen hier natürlich bei euch, bei der weiblichen Hauptperson. Was habt ihr aktuell in den Gedanken? Bei dem einen oder anderen ist es so, dass das Thema Finanzen hier im Mai eine große Rolle spielen könnte, wo es bisher vielleicht eher zu Blockaden kam oder wo etwas finanziell nicht ganz so vorwärts ging. Da zeigt sich aber hier, das finde ich sehr spannend, wirklich das Thema, dass sich die Blockaden auflösen werden. Also plötzlich unverhofft könnte es für den einen oder anderen auch hier zu einem Geldgeschenk, zu einer Bonuszahlung kommen, wenn man jetzt mal auf den beruflichen Weg schaut. Aber es ist auch so möglich, dass man hier plötzlich Geld bekommt oder auf Geld gewartet hat, was bisher nicht so vorwärts ging, wo aber jetzt im Mai das Geld auf euch zukommen wird. Ne? Sehr, sehr plötzlich lösen sich hier die Blockaden auf und dadurch gehen einfach ja auch Unklarheiten raus. Ne? Also finanziell ist es tatsächlich so, dass ihr hier euch keine Sorgen machen müsst, auch wenn natürlich die Jungfrauen sehr sicherheitsorientiert oft die finanzielle Stabilität darüber Ängste haben oder sich sehr damit auseinandersetzen, denke ich, dass hier im Mai sehr positive Energien für euch angezeigt sind. So, es ist auch gut möglich, wenn ich jetzt mal weiterschaue, was liegt denn hier noch, dass zum Beispiel bei der einen oder anderen Jungfrau in der Vergangenheit oder in der jüngeren Vergangenheit, dass es hier wirklich so Probleme gab, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Nackenschmerzen, ne? Also dass du ja ganz schön gelitten haben musst, aber auch da liegt hier immer mehr die Besserung drauf, die Stabilität und die Heilung und Blockaden gehen einfach raus. Ihr müsstet euch hier wirklich stabiler und sicherer fühlen im Mai auf der gesundheitlichen Ebene, gerade wenn es hier um diese Rücken-, Nacken- und Kopfschmerzen ging. Ne? So, dann habe ich hier auch eine sehr schöne Verbindung. Wenn ich jetzt mal weiterschaue, ich würde jetzt mal schnell auf das Thema Liebe übergehen, weil das hier einfach auch gerade sehr angezeigt liegt. Bei den ein oder anderen Jungfrauen unter euch ist es sehr, sehr gut möglich, dass euer Herzmensch, da ist es jetzt erstmal vollkommen egal, ob ihr gebunden seid oder noch nicht mit diesen Menschen, dass es hier ganz schnell zum Ende von Unklarheiten kommt. Also wenn euer Herzmensch eh immer ein bisschen so geheimnisvoll war, dass ihr ihn nicht so ganz durchschauen und verstehen konntet, dann wird sich das im Mai auflösen. Ich habe hier plötzliche Klarheit. Ich habe neue Energie zwischen euch liegen. Ich habe Gefühle, die sich öffnen. Ich habe auch emotionale, gefühlvolle Geschenke hier liegen. Es kommt zu Treffen, wenn es darum geht, dass diese Treffen vielleicht jetzt immer nicht so regelmäßig waren oder zu lange Pausen dazwischen, ist es definitiv gut möglich, dass es im Mai hier zu regelmäßigen Treffen kommt. Es könnten 2 bis 4 Treffen sein, ne? Nur mal so als Anzahl. Und in der Vergangenheit war es aber öfter so, dass eben diese Treffen nicht ganz so regelmäßig waren. Aber ich glaube, im Mai werdet ihr euch dann öfter sehen, ne? Also für diejenigen, die jetzt zum Beispiel ihren Herzensmensch eben nicht so oft gesehen haben. Und was halt mir auch wirklich gut gefällt, es kann hier nochmal Gespräche geben über die Emotionen. Was fühle ich für den anderen? Wie geht es mir? Was wünsche ich mir? Also das gefällt mir richtig gut, weil einfach hier auch die Gespräche von Herz zu Herz liegen, ne? Und diese Gespräche dann auch zu Veränderungen führen können, ne? Bedenkt aber bitte, wir haben im Mai, vom 10. Mai an, den Merkur in der Rückläufigkeit im Zeichen Zwillinge, also doppelt Merkur-Energie. Gerade für euch, euer Herrscher ist ja auch Merkur, liebe Jungfrauen.
Wenn es um Gespräche geht, fragt wirklich lieber das ein oder andere Mal lieber mehr nach und geht immer aus der Ich-Perspektive. Also wie fühlt ihr euch? Wie nehmt ihr Dinge wahr? Ne? Weil die Gefahr bei rückläufigem Merkur sehr groß ist, dass es einfach zu Missverständnissen und Unklarheiten kommt. Ne? Also hier wirklich der Hinweis gegeben, dass ihr sehr auf die Kommunikation achtet. Aber letztendlich habe ich es im Großen und Ganzen eigentlich so liegen, dass durch diese Gespräche es hier nochmal zu positiven Veränderungen kommen kann. Ne? So, jetzt schauen wir mal nochmal, also obwohl wir können jetzt auch bei der Liebe bleiben gleich. Ich gucke jetzt mal auf diejenigen, die sich in einer festen Verbindung bereits befinden. Da ist es auch so, dass hier euer Gegenüber wieder in eine neue Energie kommen wird. Also für diejenigen, wo es in der Partnerschaft vielleicht eher so ein bisschen schwierig gerade war, wo man das Gefühl hatte, ans Gegenüber nicht so ranzukommen, ist es so, dass auch hier neue Klarheit und wieder Annäherung zustande kommt. Na, man möchte die Liebe leben, man möchte wieder mehr ins Gefühl gehen, man möchte wieder mehr füreinander da sein. Auch das Thema Intimität habe ich hier dann letztendlich wieder positiver liegen. Ne? Es gibt aber auch die Bereiche, wo ich jetzt sage mal, euer Gegenüber sich sehr mit dem Thema Beziehung hier auseinandersetzt oder eurer Partnerschaft und hier einfach wirklich so das Gefühl hat, dass auch einige Dinge nicht ausgesprochen sind. Und da geht es hier ganz klar darum, dem ein Ende zu setzen und Klarheit zu kommunizieren. Das hatte ich ja vorhin auch schon gesagt. Ne? Gerade jetzt in festen Partnerschaften, wo es zum Beispiel, sehe ich gerade noch, wo es zum Beispiel auch um häusliche Veränderung oder Hauskauf oder sonstiges geht, da habe ich hier ganz klar nochmal die Verzögerung drauf liegen und das auch nochmal der Hinweis bei rückläufiger Merkurenergie, bitte nicht unbedingt Verträge unterschreiben, weil es oftmals dann so ist, dass Dinge, Vereinbarungen, Absprachen, wie auch immer, im Nachhinein nochmal geändert werden und meistens ist das dann nicht so empfehlenswert, weil es dann nicht mehr so vorteilhaft ist. Ne? Also nicht, dass er dann den Rattenschwanz hinterherzieht und vielleicht aus der Nummer dann nicht mehr rauskommt. Also sei da vorsichtig, weil auch hier habe ich einfach zum Beispiel auf häuslichen Verträgen oder prinzipiell Verträge allgemein einfach eher noch die Verzögerung liegen. Also versucht, wenn es geht, das Ganze auch so bis Mitte Juni zu ziehen. Ne? So. Aber wie gesagt, es wird hier zur Klarheit kommen, was feste Partnerschaften angeht. Ob das jetzt für einen bedeutet, wieder mehr in die Annäherung zu gehen oder für die anderen vielleicht man sich nun entscheidet, doch getrennte Wege zu gehen, das muss halt jeder für sich ummünzen. Aber im Großen und Ganzen habe ich hier auf jeden Fall eine sehr klärende Energie, ne, für feste Partnerschaften. So, jetzt schauen wir mal auf diejenigen, die einen Herzensmenschen haben, aber noch nicht mit diesem Menschen zusammen sind. Und da ist es so ähnlich, dass dieser Mensch sich schon mehr euch gegenüber öffnen wird und euch sagen wird, was sich da einfach bei ihm tut, was er sich wünscht, was er sich vorstellt. Na, wie gesagt, das hatte ich vorhin ja schon erwähnt, es wird auch hier zu mehreren Treffen geben, sodass ihr natürlich auch die Möglichkeit habt, besser zu kommunizieren. Und für diejenigen, wo hier einfach auch noch eine dritte Person eine Rolle spielt, da ist es so, dass, ja, wie soll ich sagen, die Beziehung auf Dauer definitiv nicht bestehen bleiben wird. Ne? Ich glaube zwar jetzt noch nicht, dass sich diese Beziehung in den Mai-Monaten dann direkt auflöst, aber zumindest ist diese Energie der Beendigung schon da, weil ich bei dieser anderen Person, bei der dritten Person auch noch die Möglichkeit habe, beziehungsweise die Energie, dass da auch schon jemand anderes ist. Also ja, Kauderwelsch, Wuseldusel, ne? Aber die Klärung, beziehungsweise die Umsetzung, die Klärung kommt schon rein, aber die Umsetzung, die habe ich hier wirklich noch ein bisschen mit der Geduld und mit den kurzen Blockaden liegen. Aber ich glaube schon, dass ihr im Mai hier in vielen Dingen auch wirklich eine sehr, sehr gute Klarheit bekommen werdet, was dann wiederum zu schicksalhaften Veränderungen führt. Und hier die Blockaden, die aktuell noch bestehen, die liegt ja hier aktuell im zweiten Haus, also auch nicht mehr so lange, weil es das Haus des Klees ist. Das wird sich hier definitiv auflösen und die Blockade spiegelt sich ja zusätzlich auch noch auf die Sense, ne? Also plötzliche Auflösung. Es ist auch gut möglich, dass euer Herzmensch hier, wie gesagt, auch plötzlich weiß, was er will. Ne? Aber die Umsetzung der Entscheidung,
Die habe ich hier noch ein bisschen mit der Geduld liegen. Da spiegelt sich einfach das Schiff drauf. Ne? Das könnte aber in der Sommerzeit dann soweit sein, ne? Dass im Sommer dann Dinge auch wirklich umgesetzt werden. Ne? So, jetzt schauen wir mal auf diejenigen, die weder einen Wunschpartner haben, noch vergeben sind, also die wirklich Single, sind. Da ist es so, ja, wie soll ich das sagen? Ihr habt laut dieser Legung eigentlich gar nicht so wirklich Lust auf die Liebe. Ihr seid da eher sehr pessimistisch so ein bisschen eingestellt, aber ihr hättet die Möglichkeit, hier einen Mann kennenzulernen. Dieser Mann könnte ein bisschen älter sein als ihr, also so zwischen 5 und 8 Jahre älter oder Frau, je nachdem. Entschuldigt, ihr münzt euch das um, ne? Und da kann es sein, dass ihr den kennenlernt, wobei mir mein Gefühl sagt, dass das noch nicht unbedingt im Mai sein muss, sondern eher auch innerhalb der 3 Monate. Aber wir sind ja aktuell noch im Mai und da ist es für die absoluten Singles ohne Wunschpartner so, dass ihr doch auch sehr gut mit euch selber beschäftigt seid, ne? Ihr habt das Thema Arbeit hier auch bei euch liegen. Ihr wollt eure Finanzen stabilisieren. Dann habe ich auch das Thema Selbstwert, eure eigene innere Seele oder euer inneres Seelenleben wollt ihr hier auch stabilisieren. Ne? Also ihr seid doch eher auch mit euch beschäftigt. Und bei dem einen oder anderen kann es sein, dass es ja auch noch mal ein bisschen Schwierigkeiten oder Herausforderungen gibt mit einer weiblichen Person aus der Familie. Ne? Das könnte jetzt eine Großmutter sein, eine Schwester, eine Mutter, eine Tante, wie auch immer. Da wird auch noch mal das Thema aufkommen. Wie geht das denn jetzt in unserer Verbindung weiter? Ne? Vor allem auch diejenigen, wo es eventuell Kontaktabbrüche gab oder Schwierigkeiten in der Familie, ist es gut möglich, dass man hier Versöhnungsangebote erhält. Ne? Aber wie gesagt, nur die reinen Singles jetzt unter euch, ich glaube, das ändert sich im Mai auch noch nicht groß, weil ihr, wie gesagt, mit völlig anderen Sachen beschäftigt seid. Ne? Aber ihr hättet zumindest die Chance, jemanden kennenzulernen. So, jetzt gehen wir mal auf den beruflichen Bereich. Also das Thema Arbeit liegt hier unter euch. Da liegen auch so eher, ja, die nagenden Gedanken, der Stress mit dabei, ne? Da ist vielleicht auch einiges in der Vergangenheit nicht so ganz richtig gelaufen oder habt ihr hier nochmal Veränderungen im Bereich der Unternehmen gehabt oder auch Thema Selbstständigkeit, ne? Die ein oder andere Jungfrau oder Jungfraugeborenen an sich. Könnte sein, dass ihr hier in der jüngeren Vergangenheit beruflich etwas verändert habt und einfach ihr euch sehr gestresst fühlt aktuell. Aber an sich ist es so, wenn ich jetzt mal schaue, es ist ja auch eine gute Möglichkeit da, dass man hier nochmal neue Angebote erhält bezüglich Arbeit und Selbstständigkeit, was auch wirklich sehr gut liegt, weil das ist etwas, was auch gut angenommen wird von euch. Aber bitte versucht nochmal rückläufiger Merkur im Mai nicht zwangsläufig Verträge zu unterschreiben. Ne? So, und wenn es wie gesagt gar nicht anders geht, schreibt bitte alle wichtigen Daten mit, prüft die Verträge ganz genau und lasst euch dann auch diese mündlichen Absprachen definitiv auch abzeichnen. Ne? So, aber an sich ist es so, beruflich habe ich zwar hier eher auch so den Stress liegen, aber letztendlich lösen sich da auch wieder die Blockaden auf. Da habe ich jetzt keine großen Schwierigkeiten oder Dramen liegen. Aber achtet ruhig einfach ein bisschen mehr auf eure Gesundheit, weil im Mai kann es schon sein, dass ihr hier einfach sehr gestresst seid. Ne? So, wenn ich jetzt mal schaue, so allgemein im Bereich der Selbstständigkeit auch nochmal, das könnte auch den einen oder anderen, wie gesagt, sehr stressen. Gerade wer ja vielleicht auch noch mit anderen weiblichen Personen zusammenarbeitet, da ist man, das kann es gut sein, dass ihr einfach genervt seid. Ne? Ihr seid, wie gesagt, momentan eher so allgemein in der Rückzugsenergie, und fühlt euch einfach sehr, sehr schnell gestresst und habt auch wirklich ein dünnes Nervenkostüm. Ne? Aber an sich, ja, lösen sich trotzdem die Blockaden, Stillstände und auch die eher schwierigen Energien auf, sodass ich jetzt schon glaube, dass das doch ein angenehmer Monat wird, gerade weil ihr euch sehr mit euch selber auseinandersetzen möchtet. Ne? Finde ich ja sowieso immer mega hilfreich, sich auch selber zu reflektieren. So.
Ja, ihr lieben Jungfrauen, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Ich wünsche euch einen zauberhaften Mai 2022. Bleibt mir alles schön gesund und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Monat wieder. Bis dann, ihr Lieben.